Ein Bruder hat erwähnt, dass diese Marke Nike haram ist, weil sie auf eine griechische Kriegsgöttin oder so zurückführt. Und nein. Ich wollte nochmal nachfragen. Ist die Marke Nike zu tragen haram oder nicht haram? Die Sache ist so, der Ursprung von dieser Firma oder von dieser Marke war, dass das um eine griechische Göttin gehandelt hat. Aber Gelehrte in unserer heutigen Zeit, sie sagen, wenn eine Sache sich in der Absicht der Leute ändert, dann ist das nicht mehr der Grund, warum sie diese Sache anziehen. Jetzt, wenn du jemanden fragst, warum zieht der Nike an? Wegen der griechischen, weiß ich nicht was? Sondern er trägt sie, warum? Als? Als was trägt er sie? Marke, Qualität und sonstiges. Und sowieso sind Schuhe, insofern, Alhamdulillah, wenn das Schuhe sind, dann erniedrigt er die Schuhe. Insofern braucht man sich keine Sorgen zu machen diesbezüglich. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Aber es gab natürlich welche, die haben das verboten. Na, ich glaube, wer hat mich gefragt? Ja, es gab welche, die haben das verboten, aber inshallah ta'ala, wenn die Absicht der Leute heute eine ganz andere ist, dann inshallah ta'ala geht das auch damit einher. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Tafadda.